Nachgefragt mit Tobias Schulze von der TAZ. Hallo nach Berlin. Guten Tag. Ja, die deutsche Wirtschaft sucht händeringend Fachkräfte, auch aus dem Ausland. Nach jahrzehntelanger Debatte hat die Bundesregierung jetzt neue Regeln auf den Weg gebracht. Ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf verabschiedet. Könnte das ein Gesetz werden, das in dieser Form für ausreichend neue qualifizierte Arbeitskräfte in Deutschland sorgt? Das glaube ich eigentlich eher nicht. Dieses Gesetz, das ist ein Fortschritt, das kann man schon sagen. Es gibt jetzt neue Möglichkeiten für Menschen, die bisher nicht nach Deutschland kommen konnten, hier Arbeit zu suchen. Ein Fortschritt ist zum Beispiel auch, dass die Vorrangprüfung wegfällt, also dass nicht mehr geschaut werden muss. Sehr bürokratisch gibt es für den speziellen Job auch einen Deutschen oder einen EU-Bürger, der das machen könnte, woran bisher häufig Arbeitsaufnahmen gescheitert sind. Aber ein Riesenfortschritt ist es dann eben trotzdem nicht, weil die Hürden immer noch ziemlich hoch liegen, weil zum Beispiel beim Zuzug aus Nicht-EU-Ländern die Regel jetzt heißt, ein halbes Jahr dürfen die Menschen nur kommen, um Arbeit zu suchen. Und wenn sie bis dann nichts gefunden haben, müssen sie wieder weg. Und naja, ein halbes Jahr, jeder, der schon mal ein Bewerbungsverfahren durchlaufen hat, der weiß, das kann ziemlich kurz sein, gerade wenn man neu in ein Land kommt. Das heißt, der ganz große Wurf, würde ich sagen, ist das noch nicht. Immerhin kann man ja aber festhalten, am Gesetz waren drei Ministerien beteiligt und es gab keinen Skandal und keinen Ärger. Das ist in dieser Koalition schon bemerkenswert, oder? Ja, das ist bemerkenswert, gerade beim Thema Migration. Es gab ja schon ein paar andere Themen im letzten Jahr, in der Gesundheitspolitik zum Beispiel. Da lief es auch ziemlich glatt, da wird der Koalitionsvertrag abgearbeitet. Aber ja, gerade in der Migration und gerade bei Themen, bei denen Horst Seehofer beteiligt ist, dass es da so glatt läuft, ist natürlich überraschend, ist ganz schön, aber damit ist die Sache ja auch noch nicht durch. Es haben sich gestern aus der Union gleich Leute zu Wort gemeldet, die gesagt haben, dieses Gesetz, das ja eigentlich schon relativ hart ist, das ist uns immer noch nicht hart genug. Da wollen wir im Bundestag nochmal was dran machen. Und ich glaube, da wird schon noch Diskussionen geben im nächsten Jahr. Das ist noch nicht durch. Es wird noch Diskussionen geben und der Weg bis dahin war für die Union ja schon relativ hart. Wie hart war er? Tja, wie hart war er? Es hat ja kurz vor der Bekanntgabe gestern am Mittwoch noch ein bisschen Hektik gegeben. Am Dienstag wurde noch lange verhandelt. Kurzfristig wurde dann noch entschieden in der Regierung, dass man das Gesetz aufsplittet in zwei Gesetze, dass man die Maßnahmen für abgelehnte Asylbewerber, die jetzt leichter in Shops kommen sollen, dass man ihnen ein eigenes Gesetz auslagert. Das alles nicht, weil sich die Verhandler zwischen SPD und CDU nicht einig werden konnten, sondern weil es in der Union intern Stress gab. Ja, da ist das ein großes Thema und das bereitet manchen Deutschen Schmerzen. Deutschland soll jetzt aber nichtsdestotrotz ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz bekommen. Ist es damit auch ein Einwanderungsland? Na, ich würde sagen, ein Einwanderungsland ist Deutschland schon lange. Es ist seit Jahrzehnten mittlerweile. Mit diesem Gesetz werden jetzt wahrscheinlich einige endlich anerkennen, dass es auch ein Einwanderungsland ist. Denn da haben sich bisher viele verweigert, haben die Realitäten ausgeblendet. Und jetzt hat man es nochmal schwarz auf weiß und gesteht es sich endlich ein. Schauen wir auf ein anderes Thema. 99 Tage noch bis zum Brexit. Bislang keine Einigung in Sicht in Großbritannien. Die EU bereitet sich darum auf einen ungeordneten Brexit vor mit einem Paket mit 14 Notfallmaßnahmen. Reicht dieses Paket aus Ihrer Sicht aus, um komplettes Chaos zu verhindern? Ich würde mal sagen, es wird das Chaos ein bisschen abschwächen, aber wirklich verhindern kann es das Chaos nicht. Und ich glaube, das ist bisher auch gar nicht die Intention der EU und der EU-Kommission. Die will nämlich im Grunde den Druck auf Großbritannien noch aufrechterhalten und hofft, dass das Parlament da doch noch dem Brexit-Abkommen zustimmt. Und deswegen ja, will man der britischen Regierung da bisher noch nicht allzu weit entgegenkommen, sondern hat jetzt nur erstmal Maßnahmen vorgestellt, die das Allerschlimmste abfedern würden. Also die sicherstellen könnten, dass zumindest einige Flüge noch gehen zwischen der EU und Großbritannien. Aber ja, wirklich Chaos komplett verhindern können diese Maßnahmen nicht. Nee, das sicherlich nicht. Diese Notfallschritte der EU wirken auch fast ein bisschen ja, panisch an einigen Stellen. Was würde denn ein ungeordneter Brexit für die EU selber heißen? Das hatte so einige Auswirkungen. Also wenn man die EU an sich betrachtet, da geht es zum Beispiel um den Haushalt. Im Brexit-Abkommen, da ist geregelt, dass Großbritannien weiterhin an die EU Geld bezahlt für bestimmte Projekte, für einen bestimmten Zeitraum. Da gibt es keinen festen Betrag, aber das sind schon mehrere 10 Milliarden Euro wahrscheinlich. Wenn es jetzt kein Abkommen gibt, sondern das ungeordnet stattfindet,
Dann wird dieses Geld in der Höhe wahrscheinlich nicht gezahlt und dann muss die EU schauen in internen Verhandlungen, wie gleichen wir das aus, wie schaffen wir das im Haushalt. Dann gibt es aber indirekt noch ganz andere Auswirkungen auf die Wirtschaft. Es wird wahrscheinlich Zölle geben. Den Flugverkehr habe ich schon erwähnt. Die Situation von EU-Bürgern in Großbritannien wäre dann unklar, umgekehrt auch. Also das ist eine ganze Reihe von Auswirkungen, die da auf beide Seiten zukommen würden. Die EU bereitet sich auf den No-Deal-Brexit vor. Ist denn die Bundesregierung vorbereitet und sind deutsche Behörden darauf vorbereitet? Ja, die Bundesregierung, die macht das Hand in Hand mit der EU-Kommission. Das, was die Kommission da vorschlägt, das wird die Regierung umsetzen oder macht es zum Teil auch schon. In der vergangenen Woche wurden schon Gesetzesvorschläge in den Bundestag eingebracht. Da geht es zum Beispiel um Vorsorgemaßnahmen, was die Finanzmärkte angeht oder auch was die Staatsbürgerschaften angeht. Das Problem von britischen Bürgern, die dann in Deutschland erstmal ohne Rechte werden. Darauf bereitet sich die Bundesregierung schon vor, das kann man schon sagen, ja. Jetzt gibt es ja hier und da die Befürchtung, dass die EU-Notfallpläne einen No-Deal-Brexit vielleicht sogar wahrscheinlicher machen, weil genau diese Pläne für einige britische Politiker gar kein Horrorszenario sind, sondern sogar okay oder zumindest aus ihrer Sicht besser als Theresa Mays Abkommen. Was ist da aus Ihrer Sicht dran? Ja, ein bisschen was ist da schon dran. Also mit dem Abkommen würde sich Großbritannien weiterhin verpflichten, in vielen Bereichen der EU Folge zu leisten, erstmal eine Weile nach den EU-Regeln zu spielen. Und ja, die harten Brexit-Befürworter, die wollen ja eben das nicht. Und bei einem harten Austritt, da würde das wegfallen. Und mit den Maßnahmen, die EU gestern vorgestellt hat, würden die negativen Effekte zumindest ein bisschen abgefedert. Ganz weg wären sie aber trotzdem nicht. Also man hätte wahrscheinlich trotzdem Chaos an den Grenzen, Rückstau von Lastwagen, Einbruch der Wirtschaft. Also darauf zurücklehnen würde ich mich als britischer Politiker bisher nicht. Tobias Schulze, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Danke auch.